Herr Gartner, normalerweise fliegen Sie große Modellhubschrauber mit einer Größe von 1 Meter und mehr. Der kleine Zimmerhubschrauber hat Ihnen trotzdem viel Spaß gemacht. Er macht Spaß, weil die Umgebung natürlich andere ist und weil es unkompliziert zum Handeln ist und die Gefahr, dass was passiert, ist nahe Null. Also das ist eigentlich unkaputtbar, die ganze Sache. Er ist sehr leicht. Ja, es hat um die 10 Gramm, also unter 10 Gramm. Durch das geringe Gewicht ist natürlich die Gefahr, dass sich das Ding und andere Gegenstände selbst beschädigt, natürlich sehr gering, beziehungsweise vernachlässigbar. Ist das so ein bisschen die Einsteigerdroge für kommende Modellbaugrößen? Ich denke schon, weil einfach das Handling unkompliziert ist und der Spaß direkt gleich nach dem Ausbau schon vorhanden ist. Ja. Normalerweise kostet Modellbau entsprechend viel. Der Silverlit ist da eine große Ausnahme. Ja, ist eine große Ausnahme, weil das ein Komplettpaket eigentlich unter 30 Euro zu haben ist. Also das heißt Fernsteuerung, Modell, Ladegerät, alles in einem. Also eine Schachtel hat man alles und das um 30 Euro. Herr Albrecht, Sie haben eben das Fluggerät gewechselt. Wie sind denn die ersten Erfahrungen mit dem kleinen Bruder? Ja, ich habe selber gesehen, wenn man Flieger gelernt hat, kann man es. Und es ist mit dem kleinen Hubschrauber eine tolle Sache, macht Spaß und ich glaube, das Gerät ist sehr Geld wert. Versuchung zum für immer Umsteiger? Womöglich, ja. Ich habe noch einen Bub daheim und sowas macht sicher was her, wenn man nächstes Mal ein Geschenk mitbringt. Und dann auf einmal hat man auch in der Stube oder in der Küche einen Hubschrauber.